Shalom, Shalom. Heute kommen wieder allerliebste Grüße aus der Perle Afrikas, Uganda. Ich sitze hier in unserem Hotelgarten und genieße ein sehr angenehmes Wetter, denn der Dezember ist bei uns ein besonders schöner Monat. Und wir haben auch im Dezember, Jänner die großen Ferien unserer Kinder. Unser Schuljahr endet im November und beginnt wieder im Februar. So kommt mir etwas normaler vor als bei uns, ja, dass wir mit dem Jahr uns enden und wieder anfangen. So, ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne eine kurze Weihnachtsbotschaft geben. Wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt der Welt, dann ist es ja alles eher eine Zeit des sich Freuens und Feierns, denn Millionen Menschen auf dieser Welt leben zurzeit in Angst, in Verzweiflung, in Not, in Todesangst. Und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat, die so verrückt sein kann. Wir werden euch jetzt, also ich möchte euch eine Weihnachtsbotschaft geben, sehr kurz und knackig, aber nachher werden wir euch 10 Botschaften von einem unserer liebsten Mitarbeiter geben, der prophetisch über Weihnachten gesprochen hat. Und ich glaube, die meisten Leute haben keine Ahnung, welcher Eingriff der Liebe Gottes es war, als er uns seinen Sohn Jesus Christus sandte, als Baby, als Mensch. Und so empfehle ich euch, nach meiner kurzen Botschaft auch diese 10 Botschaften der Reihe nach anzuhören und euch zu vergewissern, dass Jesus Christus der absolute Sohn Gottes ist, der Einzige, dass Jesus Christus der Erlöser dieser Welt ist, dass Jesus Christus gekommen ist mit einer Botschaft, wie noch nie ein Mensch auf dieser Welt gelebt hat. Er kam, um diese Welt zu erlösen, um diese Welt frei zu machen. Und eben für die meisten, auch Christen, wenn man fragt, was ist für dich Weihnachten? Ja, gute Kekseln backen und essen und Zelten und, ja, und Geschenke und Verwandte besuchen. Aber das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist, dass wir unsere Herzen öffnen und Jesus Christus aufnehmen und ihm Raum geben in unserem Leben und ihn empfangen. Ich habe da, weißt du, für mich ist die Person Jesus Christus das Zentrale meines Lebens, aber auch der Welt. Und ich bin jetzt dabei, mit Freunden ein Buch zu schreiben, das heißt, Wer ist Jesus Christus? Und da haben wir in der Bibel 365 Namen gefunden für Gott. Und Jesus ist Gott. Er ist das Alpha und Omega in Offenbarung 1,18. Er ist der König der Herrlichkeit, Psalm 24,10. Er ist die Erlösung, Hebräer 2,10. Er ist der Herr von allem Acts heißt, falls wir gerade da, also Acts 10, 36. Er ist unsere Stärke, unser Eckstein, er ist unsere Kraft, er ist unser Beginning, er ist der gute Hirte, er ist unser persönlicher Erlöser, er ist der unser Kopf wieder hochrichtet und das braucht man besonders jetzt in dieser Zeit. Er ist voll mit Barmherzigkeit. Er ist unser Stellvertreter, unser Verteidiger. Ihr Lieben, er ist der Richter von allem. Also wartet auf das Buch, 365 Namen und dazu kommt immer eine Beschreibung aus dem Wort Gottes. Das Buch wird heißen, Wer ist Jesus Christus? Der erste Teil, was sagen die Propheten über ihn? Der zweite Teil, was sagt er selbst über sich? Und der dritte Teil, was sagen die, die ihm begegnen, über ihn? Und da möchte ich gern ganz viele Zeugnisse aus Europa, aus Afrika in dieses Buch schreiben. Denn wenn du eine echte Begegnung hattest, eine Intimbegegnung, nicht mit dem Kopf, sondern mit deinem Herzen,
dann hat dein Leben sich verändert und du bist eine neue Schöpfung geworden. Und deshalb kam Jesus in diese Welt, um uns herauszuholen aus der verfluchten Situation, denn wir sind alle mit einem Fluch geboren, mit einer Sündennatur. Und die hat er auch bezahlt. Und dass wir hineinkommen in eine neue Dimension des Wiedergeborenseins, also von neuem Geborensein, und zwar nur durch ihn, mit ihm und in ihm. Und jetzt sage ich euch nichts mehr von den Namen, denn das könnt ihr dann lesen. Jesus Christus ist der einzige Erlöser dieser Welt. Und den wollen wir aufnehmen, unser Herz öffnen und ihm Raum geben in unserem Leben. Und ich garantiere dir, der Feind wird dich da bremsen wollen. Aber bleib dran. Jesus Christus ist unsere einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da habe ich jetzt so eine gute Geschichte zugeschickt bekommen über die Adventszeit. Innehalten im Advent. Im Advent, das ist Zeit, einfach innezuhalten und die Welt nach rechtschaffenem Ziel zu gestalten. Nicht der Reichtum, der Ruhm, nicht die Macht, noch das Geld, sondern Liebe und Rücksicht sind Heil dieser Welt. Vielleicht merken die Menschen ja doch irgendwann, auf das Ansehen und Eigentum kommt es nicht an. Einen Lebenssinn hat so ein Leben nur dann, wenn man auch Empathie darin ausmachen kann. Sich umgeben von Menschen, die Liebe verschenken, frei entscheidet, genauso an andere zu denken. Wer ein Licht wird für die, die in Dunkelheit kleben, der bereichert ja nicht nur der anderen Leben. Und schon steht's vor der Tür, dieses Fest aller Feste. Komm, wir machen aus Weihnachten wirklich das Allerbeste. Wir haben uns schon die letzten 3 Jahre jetzt in meiner Familie hier in Afrika entschieden, dass wir uns keine Geschenke geben, denn das größte Geschenk ist Jesus Christus. Aber dass wir schon alle sammeln, was wir anderen schenken können, Armen. Und so werden wir am 24., 25., auch am 26. hinausfahren in arme Gebiete und Menschen beschenken. Mit Lebensmitteln, mit Kleidern, mit dem Wort Gottes. Wir werden predigen und sie zu Jesus führen. Und wir vertrauen, dass wir ganz vielen das wahre Weihnachten bringen können. Nämlich Christus, den Erlöser, Christus, den Heiland, Christus, den Heiler, den Versorger, den alles in allem. Und so bitte ich dich, ihr Lieben, denkt neu nach. Was ist der Sinn von Weihnachten? Weihnachten ist das Fest, wo wir unser Leben ganz neu dem Herrn aller Herren öffnen, wo wir unser Herz frei machen von allen Lasten und ihm alleine unser Vertrauen schenken. Und ja, wer seine Augen auf ihn hält, ihr Lieben, wer ihn anschaut, der wird strahlen vor Freude. Und das brauchen wir jetzt alle in diesen Tagen. Ein Strahlen vor Freude. Nicht, weil die Umstände so günstig sind, sondern weil Jesus Christus, der Herr aller Herren, der König aller Könige, unsere Hoffnung auf Herrlichkeit ist. So bitte schaut euch die folgenden YouTubes an, sie sind auf Englisch und Deutsch. Und ihr werdet sehr viel davon lernen. Was mich am allermeisten berührt hat, ist, dass Jesus Christus, der König aller Könige, in Bethlehem, in der Hütte geboren wurde, in dem Stall geboren wurde, wo alle Passover-Lämmer, also alle, die geschlachtet wurden, sind dort geboren. Und dort wurde auch Jesus Christus geboren. Wenn das nicht prophetisch ist, schon bei seiner Geburt wurde sein Tod prophetisch sehr klar aufgezeigt. Ihr Lieben, Jesus kam, um für dich und für mich zu sterben, alles zu bezahlen, damit du und ich aus Gnade und Gunst Gottes leben dürfen. Und da bete ich, dass diese Weihnacht ein neuer Lebensbeginn mit dir, für dich wird, dass du ihm Raum gibst in deinem Leben und dich freust, dass er gekommen ist. Und wir möchten als gesamte Familie von Wissen für Afrika allen unseren lieben Freunden, allen unseren lieben Spendern danken für ihre Großzügigkeit, für ihre Gebete, für ihr Kommen. Auch so viele kommen und das segnet uns sehr. Und viele freuen sich,
was Gott hier tut und wie sie durch ihr Geben hier Tausende von Menschen Freude bringen können, Hoffnung aus der Armut in ein Leben der Würde durchzubrechen. Danke, danke. Möge der Herr euch reichlich segnen und eure Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Das ist unser Gebet. Wir lieben euch, wir schätzen euch und wir bringen euch die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Shalom, Shalom.